Moin Moin, ich bin der Klausi. Ich habe ein paar gute Ideen. Die sind zwar schwer umzusetzen. So ist besser, danke. Wir sollten erstmal alle Firmen, die es weltweit gibt, die mehr als 150 bis 200 Mitarbeiter haben, auflösen, aufteilen, immer neue Firmen machen. Die Großkonzerne, die machen mehr Blödsinn, als was sinnvoll ist. Das ist das Erste. Das Zweite ist die Geldkontrolle. Die ist in Privathand. Seit ein paar hundert Jahren, wenn nicht schon länger. So, und diese Geldkontrolle, die muss geändert werden. Und das kann man ganz friedfrei machen, indem man einfach ein neues Geld einführt, einen Supermarkt oder wie auch immer man das nennt, und dann den Euro gar nicht mehr benutzt, sondern das Neue. Da brauchen wir die gar nicht. Und das können die sich dann zum Frühstück selbst benutzen. So, das ist natürlich nicht so einfach. So, einmal tief durchatmen. Es ist ja ein Präsident ermordet worden, als er ein neues Geld eingeführt hat. John F. Kennedy war das. Der ist ja nicht von dem ermordet worden, den man im Fernsehen sieht und was weiß ich. Das war der Fahrer von dem Auto. Der hat ihn ermordet der hatte den Auftrag. Und sowas wollen wir natürlich nicht. Und das muss alles friedlich gehen, vor sich gehen. Und irgendwie müssen wir das hinkriegen, dass wir im kleinen System ein vernünftiges Leben für die Menschen hinkriegen. Und da muss jeder dran arbeiten. Und man muss die Familie wieder hochleben lassen, wie das viele Ausländer auch machen. Da ist die Familie noch stärker gefördert als bei den eigentlichen Deutschen. Ja, das war's erstmal. Vielen Dank.